Und der nächste Redner in der Rednerinnenliste ist Christian Haffenecker von Niklas Scherak. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wieso wir heute eigentlich da sind. Es ging wieder einmal um einen Fehler von ÖVP und Grünen, dem zugegebenermaßen die Oppositionsparteien auch zugestimmt haben. Sind wir auch davon ausgehen, dass die Beamtenschaft in den Ministerien und in den Kabinetten doch bei Weitem größer ist als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Parlamentsclubs der Oppositionsparteien. Es reiht sich halt ein in diese Fehlerorgie von ÖVP und Grünen, die wir die letzten Monate schon miterlebt haben. Ich weiß nicht, ob es eine Missachtung des Hohen Hauses ist, ich weiß nicht, ob es eine Überforderung ist oder schlichtweg Ignoranz gegenüber den parlamentarischen Prozessen. Es ist ein Fehler nach dem anderen. Wir erinnern uns an die gesetzeswidrigen Corona-Maßnahmen vom Gesundheitsminister, auf den man mehrmals hingewiesen hat. Der Bundeskanzler hat es mit juristischen Spitzfindigkeiten betitelt. Es sind meiner Meinung nach keine juristischen Spitzfindigkeiten, es sind immer noch ganz, ganz viele Menschen in Österreich, die diese Strafen bezahlt haben, die sie immer noch nicht zurückbekommen haben, weil sie sich gegen eine Generalamnestie wehren. Es haben Menschen Strafen bezahlt, obwohl sie nichts getan haben, was in irgendeiner Art und Weise rechtswidrig wäre. ÖVP und Grünen verweigern den Menschen immer noch, dass sie diese Strafen zurückbezahlt bekommen. Es sind die fehlenden Nullen im Budget gewesen, auf die uns glücklicherweise die SPÖ aufmerksam gemacht hat. Es ist jetzt gerade vorletzte Woche das Hass im Netzpaket, wo alle Oppositionsparteien im Vorfeld gesagt haben, hier gibt es auf europäischer Ebene Bestrebungen, machen wir es nicht jetzt. Jetzt ist der Brief der Europäischen Kommission da. Natürlich ist das, was ÖVP und Grüne beschlossen haben im Verfassungsteil, unionsrechtswidrig. Das haben wir Ihnen mehrmals gesagt, war Ihnen egal, Sie haben es ignoriert. Das sind die fehlenden Unterschriften auf dem Abänderungsantrag. Wir erinnern uns, es ist noch was für Geschäftsordnungsnerds, wie die Gruppe vor der Grünen gesagt hat. Und es ist jetzt wieder dieser sehr kurzfristige Abänderungsantrag zu den Luxuspensionen gewesen, wo sie eine falsche Inkrafttretensbestimmung hatten. Sie hätten damals einfach dem Abänderungsantrag der NEOS zustimmen können. Wir geben uns Mühe, unsere Anträge so zu schreiben, dass sie nachher auch entsprechend halten. Es sind viele Aufhebungen von Gesetzesinitiativen von ÖVP und FPÖ, vom Verfassungsgerichtshof, auch darauf haben wir sie x-mal hingewiesen, vom Kopftuchverbot über den Bundestrojaner bis zur Sozialversicherungsreform, Kfz-Kennzeichenerfassung. Also die Liste ist so lang, ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Tag darüber reden, wie Sie schludrig mit Gesetzesinitiativen umgehen. Und das ist deswegen, weil es Ihnen nicht um gut gemachte Gesetze geht. Es geht Ihnen einzig und allein um Inszenierung. Das ist das, was die